If you mean to pass, it has to be through me. Ich hol den Bohrer. Och, du zeigst mir sogar die Stellung, wo ich reinbohren soll. Sehr schön. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Inclement Emerald, ihr 93 Stufe. Ja, Camillo haben wir jetzt in Gravel Pod City angetroffen. Das war, glaube ich, doch auch im Original, in dem Original Smaragd-Spiel gewesen. Ich konnte mich nicht dran erinnern. Nun können wir die Arena herausfordern und das stimmt ja. Das war ja so, dass es dunkel war und je mehr Trainer ich besiege, desto heller wird's. Hey, how's it going, Champion Bound Shovo? Please take this fresh water to help with your challenge. Ich habe bisher, glaube ich, davon noch nie was verwendet. Ich habe so viel Wasser in meinen Taschen. Besser als in den Beinen. Dewford Gym Leader Brawly commands Fighting Type Pokémon. His strongest Pokémon is his Hariyama. And the rest of his team are no joke. Bringing a Ghost Type Pokémon could give you an advantage. You can find some in Granite Cave, Petalburg Woods or Dewford Manor. Dewford Manor, genau das war's. Also, the gym is as dark as the ocean floor. But it will get brighter with defeating the trainers in your way. Hey, okay, go for it. Es wird sogar vorgeschlagen, Geist-Pokémon mitzubringen. Aber nein, ich mach's so mit dem Typ, was ich hab. Don't you dare brush me off. It's not my fault if you cry. Ich hab keinen Grund zu weinen. Wenn du mich besiegst, kann ich's immer wieder probieren. Wenn ich dich besiege, bist du besiegt. Dann ist vorbei. Ach, Linfu heißt, oder? Linfu! Hier, nimm Bart für dein schönes, schönes, kleines Fell. Uiuiui. Meditate, erhöhtet Angriff, du bist gleich rumbesiegt. Einmal Quick Attack, BAM! Naja, vier Level Unterschied ist auch. Crabrawler, alles klar, dann tauschen wir doch mal gegen Beesmith, das mit Beesmith auch noch was bekommt und Gawain sollte sich bald entwickeln. Dann ist nämlich auch ein Psycho-Fee-Pokémon und ist auch gut gegen Kampf-Pokémon. Okay, und einmal Pflücker. Die Innereien werden rausgeholt. Immer Appetit, ich rede hier von Innereien. Auch dem Hirnsaft. Nami Nami. Makuita, da wird der getauscht. Gawain, du musst wachsen, musst gedeihen, musst du stärker werden in dem Kampf. Und sein Schätzpunkt ist ein Hariyama. Das ist wie im Anime, als sich sein Makuita dann auch so Hariyama bereits entwickelt hat. Sackfett, stimmt, das kopiert der Fähigkeit. Psy-Beam. Nimm die Ringe. If you like it, you should put a ring on it. Oder auch mehrere. Aua! Das tat weh. Nein! Nicht mein Abteiler. Du Sau. Hier, kriegst einen Kuss, der dich dein Leben kostet. Gawain ist nämlich auch noch ein bisschen zerbrechlich. Hat nur ein Level, aber keine gute Verteidigung. So viel hat's nur bekommen. Bitte was? Ah, I lost. Wer soll jetzt nicht weinen, hm? I battle in the dark to make my heart stronger. But because it's so dark, I can never see Brawly's face. Wie ist der Verschosse? Medicine. Potion. Einmal heilen. Noch einmal. Gut, weiter geht's. Ich habe wirklich die Angewohnheit, dass ich alle Trainer besiege, weil das ist kostenloses Training, was ich hier bekomme. Ja, Doppelkampf sogar. Are you stumbling around in the dark? I'll show you the gumption of a sailing man. A gumption? Was heißt ein Gumption? Ich zeige dir, wie. Heißt das so viel wie. Ich zeige dir, wie viel. Ich weiß, es gibt einen Spruch auf Deutsch. Ein Rabaut und ein Panpyro. Hm. Einmal hier, einmal dort. Er will jetzt zeigen, dass er hier was. Dass er hier. Easy Gold. Der will zeigen, dass er hier Muckis hat. So. Erfahrungspunkte, Level 23. Round. Welcher Tag ist das denn jetzt nochmal? A song that inflicts damage. Others can join in too. Ah, das war.
Wie heißt die Attacke auf Deutsch? Round, ich weiß es nicht mal. Mal sehen. Ich habe 2, 3 Spezial. Das wäre auch eine Spezial. Es wird mir jetzt leider nicht angezeigt, ob es mehr einen besseren Spezialangriff oder... Nee, ich lasse mal Quick Attack. Den Gegner mit einer schnellen Attacke zu besiegen, ist sehr von Vorteil. Einmal Flücker, pick die Augen aus. Und dann hast du 2 weitere Löcher, durch die du hören oder vielleicht auch riechen kannst. Gwen, Level 20. Sollte sich dann entwickeln am Ende des Kampfes. Ah, die Bunke. Ja, hast du Hummel im Hintern, musst rausholen, musst auf, rausholen. Und ein Zuchokeks. Alles klar. Ich mach mal lieber dagegen, weil es könnte die Fähigkeit trocken haben und dann würde die Wasserattacke nichts ausmachen. Echt, ich putz die hier weg. Yes, sorry. Also wenn seine Kampf-Pokémon keine Gesteinsattacke mehr haben, würde ich mit Bismuth hier wirklich alles abrollen. Autsch. Ja, schick deinen Lichtschutz-Pokémon raus und diese Praktibalk. Ich drück die Taste, hallo! Meine Fresse. Vielleicht geht mein Akku wieder leer. Muss der Brand auch wieder Saft. Aber nicht den guten Orangensaft oder Apfelsaft oder Maracuja-Saft. Nein, der elektrische Saft, der Pritz ist schon im Abgang. Bis mein Level 22. Pick, pick, pick. Nicht überstanden. Ich vermeide wirklich zu sagen, überlebt oder töten. Das höre ich immer und dann denke ich mir, die werden nicht getötet. Die werden nur hier niedergeschlagen, bewusstlos gemacht. Oh, you. I don't want to know you. Aber wenn du heute Abend im Bett liegst, wird mein Gesicht hier in deinen Träumen auftauchen. How does this happen? It's not like me to lose this way. Ja, ja, und? Jawohl, Gawain is evolving. Und danach brauche ich nur noch einen Funkelstein, um Kirlia zu Gladiant, nicht Galadi, Galagladi weiterhin zu entwickeln. Into Kirlia, jawohl! Das heißt, ich müsste jetzt aufpassen, wenn es Level 30 erreicht, weil es könnte sich auch zu einem normalen, es könnte sich auch ganz normal zu Gardevoir weiterentwickeln, aber weil es ein Männchen ist, kann ich einen Funkelstein einsetzen. Ich habe 2 Punkte, die sich nur durch Steine weiterentwickeln. Mhm. Jetzt schaue ich mir gerade mal die... Wie war das nochmal? Oh! Der Spezialangriff ist höher als der Angriff. Mhm. Naja. Lassen wir es erstmal. Wenn ich die Arena hier geschafft habe, kann ich auch neue Attacken beibringen. Vielleicht ist ja sogar nochmal was Besseres dabei. Oh, aye, you're worthy of seeing our gym leader. You deserve to stay lost and end up back at the entrance again. Och, sehr nett. Gar kein schlechter Verlierer. Pa. Ich glaube, hier bin ich richtig. Nein. Ich glaube, da hätte ich links gemusst. There's no need for Brawl to be involved. I'll crush you. Mit deinen Hüften? Mit deinen Fäusten? Wie willst du es anstellen? Vielleicht stehe ich drauf. Mini-Tee. Okay, dann kann ich ja mit Lick, mit Schleier sehr effektiv zuschlagen und vielleicht paralysieren. Aua! Was auch mit dem Fußkick. Der Speedfell. Und Scanner. Ich werde dich ausspeeden hier, ohne hier irgendwas, irgendwelche Substanzen eingenommen zu haben. Ich fließe hier auf dem Seifenboden. Des Sieges zum Erfolg. So, Level 24. Ah! Ah, wir sind bei Level 22. Sehr schön. Ah, Menki. Ein Menki. Ich wollte doch schauen, wie jetzt sich die Werte geändert haben. Spezialangriff 39. Die Verteidigung nicht so gut. Ja, so. Aber durch den Typvorteil kann ich vielleicht da noch was rausholen. Es hat immer noch hier die Fähigkeit, dass es die Fähigkeit kopiert. Okay. Warte. So ein wildes Pokémon beherrscht Bezirza. Ja, es tut mir hier wirklich hier schön und artig hier die Augen rauskratzen. Ja, ja.
Yamakuro Level 24, jawolligen. Und Godzilla Level 18. Stomping Tantrum. Fruststampfer. Das ist eine gute Kombination, denn Storms Around Angrily, Stronger After Failure. Diese Attacke wird stärker, wenn die letzte Attacke fehlschlug. Das ist eine gute Kombination mit Steinhagel, was eine geringere Genauigkeit hat. Was tue ich entfernen? Rock Tomb, das kann den Gegner verlangsamen. Das wäre eigentlich auch gut. Und es hat auch eine geringere Trefferquote. Dann nehme ich Zermürben. Weil normale Attacken, sind gegenüber nix sehr effektiv. Also da nutze ich lieber eine Bodenattacke. But how? How could I lose so easily? Typvorteil. I'm not going to waste this loss. I'll use it to motivate me to train. One day I'll become a gym leader. Now I'll become the Pokémon League Champion. Viel Glück. Viel Glück wünsche ich da. So, tipp und tipp und tipp. Sehr schön. So gefällt mir das besser. So, er wäre jetzt, glaube ich, dann hier zu finden. Servus, ich gehe erstmal zurück. Ein bisschen noch trainieren. Und meine Pokémon dann natürlich heilen. If you mean to pass, it has to be through me. Ich hole den Bohrer. Och, du zeigst mir sogar die Stellung, wo ich reinwohnen soll. Sehr schön. Okay, haben wir Blubstra. Ja, es ist nochmal. Flank und Picknight. So viele Namen, die mir entfallen sind, wenn ich. Aber das ist bei mir auch wirklich üblich. Wenn ich nicht immer wieder mit den Namen zu tun habe, entfallen sie mir. Wenn ich sie nicht immer so oft lese. Verkokel war es richtig. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Dass sie mir das. Einige kann man sich besser merken, weil die so Wortspiele sind. Verkokeln, na klar. Ah, das ist mein Name, Christian. Vastly overpowered. Mein Typvorteil. You win. Go after that badge. Muss er hier. Wird er jetzt geworfen wie ein Stöckchen oder und soll ich ihn dann holen oder was? Might is right. Come on. And theft is left. Oder was? Nein, die sehen wir mal noch ein ursprüngliches Kampfbogen hier. Hallo. Ja, das platzt in den Ohren und dann ein Donnerschlag. Natürlich. Und ich wette, gegen die anderen Bogen hätte er auch jeweils einen Punch gehabt, der sehr effektiv dagegen ist. So, dann tue ich mal lieber Bismuth noch ein bisschen trainieren. Weil das ist ja mein Ass jetzt in diesem Arena-Kampf. Ja, die haben ja alle hier über. Er wird ja seine Pokémon haben so Level 23. Staffel? Ach, das ist Velursi. Oh. So, weiter. Das ist ja sogar ein Normalkampf-Pokémon. Ach, du liebes bisschen. Critical Hit auch noch. Puh. Okay, meine. Also mit Godzilla und Rook brauche ich hier gar nicht in dem Arena-Kampf ankommen. Die sind, sage ich mal, dann eher Kanonenfutter, wenn sie dann einen Angriff hier mal einstecken müssen. Gawain, Bismuth, Gamakuro und am Rosebud auch noch konnten eher damals was ausrichten. Zhang Mo. Uhu! Drachenkampf-Pokémon. Habe ich die passende Attacke? Training Kiss. Hier, gib her. Gib Pussy. Doppelt, vierfach effektiv. Gegenüber Drache Unkampf. Wenn er so ein Pokémon hat, habe ich die beste Konterkarte. Erfahrungspunkte, jawohl. Rook, Level 20, neue Attacke. Oh, Scary Face. Grimasse, Gegner verlangsamen. Nein, danke. Stop learning Scary Face, das sieht sowieso schon nur heimlich aus. Not enough power. Hätt's verstehen müssen. Your skill overcame my strength. Your technique is commendable. Danke. So, alle Trainer besiegt. Wunderbar. Dann einmal aufgefrischt. Wäre vielleicht eine Überlegung für die Zukunft, wenn sie sagen, okay, du bist in der Arena und kannst sie nicht verlassen, bis du entweder gewonnen oder verloren hast. Ja, und dann muss man sie sozusagen gut eindecken. Mit Items.
Aber wenn man halt so verschwenderisch mit dem Geld ist, dann hat man hier Nachteile. Ja, wahrscheinlich ist wieder hier die Argumentation, dann, naja, soll ja nicht zu schwierig dann für Kinder sein. Dafür gibt es ja dann diese Rom-Hacks. Da könnte man das machen, ja? Bei einem Rom-Hack. Dass man da nicht raus kann, bevor, wie gesagt, gewonnen oder verloren. Hep, hip, hip. So, servus, ich komme von der Seite. I'm Brawly, Dewford Gym Leader. I've been tuned in the rough ways of these parts and I've grown tough in the pitch black cave. So you want to challenge me? Let me see what you're made of. Flesh and Bones, würde ich mal sagen. Fleisch und Knochen. Ach stimmt, die haben hier ein volles Pokémon-Team, habe ich total wieder vergessen. Alles klar, fangen wir an mit Schlager. Sehr effektiv. Und Paralyse. Bisher noch nie eine Paralyse. Race Defense. Puh, da komme ich mit einem Spezialangriff. Ach komm. Ach, jetzt auch noch Lichtschild. Ja komm, ja leg mich. Ja, du bist... Ich hätte jetzt wirklich gedacht, der heidet's. Deshalb hatte ich mir jetzt ruckzuck über aufgehoben. Aber gut, wie du willst. Wie du willst, dann halt nicht. Hitmonchan. Ein Nocturne. Puh. Was tue ich? Na, Mokoro, du machst mal weiter, mein Schatz. Oh, coole Animation. Vielleicht schaffe ich es mir, mit Blubstrahl seine Initiative zu senken. Vor lauter Blubberblasen. Ach, jetzt durch Reflektor und Lichtschild ist das natürlich die Verteidigung erhöht. Also nicht die Verteidigung ist erhöht, sondern Spezial- und direkte Angriffe sind geschwächt. War so klar. Oh, stimmt. Und jetzt kann er das ja auch gegen meinen Flug-Pokémon einsetzen. Ei, verpipsch noch einmal. Was, da kommst du raus. Ich glaube, ich hab... Was machen wir? Eisschlag hat er auch. Ach, komm. Könnte vielleicht die Verteidigungsschilde vielleicht aufhören? Ist das eine Möglichkeit? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Soll ich vielleicht wirklich jetzt auf ein Geist-Pokémon setzen? Soll ich mir Stitch ins Team holen? Das muss ich aber auch erstmal trainieren. So, Keen Eye, Adlauge, ja, ja. Der macht alle meine Pokémon fertig mit seinem zweiten Einsatz. Ich meine, es hat einen guten Angriff, es hat Protze eingesetzt, erhöht den Angriff und die Verteidigung, aber so viel? Ja, super, Reflektor ist aufgehoben, aber Lichtschild ist immer noch aktiv. Das verliere ich. Den Kampf verliere ich. Ja, Lightscreen-Wurf. Ich habe nämlich auch keine Belieber oder so. Super, meine zwei letzten Pokémon, die haben eine vierfache Schwäche gegenüber Kampf. Also Rook, also... Da kommt Wave. Ich möchte zumindest sehen, was sein drittes... Da ist ja gar nichts passiert. Da ist ja gar nichts passiert. Es wurde gesagt, Hariyama ist sein stärkstes Pokémon und seine anderen Pokémon sind aber auch kein Witz. Ja, also, da muss ich ihn da gar nicht mal probieren. Ich denke, ich werde Godzilla und Rook erstmal austauschen und Pokémon nehmen, die noch einen Vorteil haben. Und die werde ich dann erstmal trainieren müssen. Ja? Ja, super, Leader Prowly, ja, gut. 384, Joe whited out. Und ich bin wieder da. Gut. Das war überhaupt nicht gut gelaufen. So. Zum Glück habe ich einige Pokémon, bei denen ich was auswählen kann. Ja, also Flug-Pokémon brauche ich gar nicht nehmen. Der hat die Eis- und Elektroattacken. Da kann ich gar nichts machen. Stitch wird mir definitiv wieder helfen können. Definitiv. Ein weiteres Psycho-Pokémon wäre gut.
Hat auch keine gute Verteidigung und ist auch ziemlich langsam. Oh, es trägt eine Perle. Hm? Water Compaction, Water Boost Defense. Ist auch ziemlich langsam. Und es ist ein Geist, aber auch ein Bodentyp. Das heißt, es wäre gegenüber Eis dann schwach. Was könnte ich nehmen? Was hätte ich noch? Sony Flare vielleicht? Konnte den Angriff senken? Jetlag? Ne, bringt auch nichts. Es ist die Frage. Nein. Okay. Ich glaube, ich sehe mich noch mal ein bisschen in dem Haus um, was es da für Pokémon gibt. Ja, vielleicht gibt es ja da auch irgendwelche Pokémon mit einem guten Typvorteil. Okay. Das tausche ich jetzt mal mit Gawain, weil er kann die Pokémon ja einlullen mit. Bloß, ich könnte es jetzt auch einfach untersuchen. Ich mache jetzt blindlings, wortwörtlich. Und ich habe ja ein Pantimimi gefunden. Soundproof. Aha, Lärmschutz. Denn ich habe ja ein Fluchzeit. Damit kann ich einfach wieder rauskommen. Ist da was drin? It's empty. Hätte ich ja sein können. Banettit. Für Mega Banett. Coole Sache. Wenn es hier nur Choupé geben würde. Nebulak. Ja. Bitte. Her damit. Oh ja. Du kannst mir helfen. Denn du würdest dich auch. Könntest dich auch schnell. Ja, sind wir jetzt auf Level 25 zu. Zu Alpollo. Ja, aber du kannst mir richtig helfen. Du könntest sicher gut Attacken lernen, um den Gegner hier zu peinigen und zu bestrafen. Jawohl, her mit dem Pokéball. Und ich habe ja schon passenden Namen. Ich hatte nämlich bei meinem Soul Silver im Durchlauf schon mal einen Nebel und das habe ich Boogeyman genannt. Also, das ist klar. Den Namen nehme ich wieder. So, ghastly data was added. The gas Pokemon. When exposed to a strong wind, the ghastly gaseous body quickly dwindles away. They cluster under the eaves of houses to escape the ravages of wind. Also es würde durch den Wind aufgelöst werden, deshalb verstecken sie sich unter in Häusern, damit sie nicht weggeweht werden. Spitzname natürlich. Boogie. Haben wir's? Boogeyman. Das habe ich gelesen, Alpollo entwickelt sich in dem Fall dann nicht durch Tausch, sondern durch eine hohe Freundschaft durch hohe Freundschaft. So, jetzt gucke ich mal, was es hier noch gibt. Noch ein Nebulak. Wäre cool, wenn es hier auch nochmal entwickelte Pokémon geben würde. Die sind halt dann seltener anzutreffen. Wisst ihr was? Einmal Gegenschlag, oder? Naja. Aber ich will es jetzt besiegen, damit jetzt Gawain nochmal einen neuen Level dazu kriegt. Jups, super effektiv, weil es ist ein Gifttyp. Tastfluchkörper heißt, glaube ich, die Fähigkeit. Blockiert die Attacke. Das war ja auch interessant in der ersten Generation. Geist-Pokémon sind sehr effektiv gegen Psycho. Aber gleichzeitig waren die einzigen Geist-Pokémon, auch hatten sie den Sekundärtyp Gift. Litwick. Das ist ein Feuerteam. Ein Feuer-Pokémon habe ich noch nicht in meinem Repertoire. Das können wir vielleicht sogar in mein Team aufnehmen. Weil wenn ich ehrlich bin, also zwei Unlichttypen brauche ich nicht. Ein Stahltyp ist gut. Deshalb würde ich nämlich Godzilla erstmal rausnehmen. Ja. Hex. Das glaube ich, das ist Bürde.
einer Bürde macht mehr Schaden, wenn das Pokémon unter einer Statusveränderung leidet, wie zum Beispiel Verbrennen oder Schlaf. Betrifft das auch Verwirrtheit? Betrifft das Verwirrtheit? Das müsste ich nachschauen. Das müsste ich nachschauen. Aber wenn, dann wäre das eine sehr gute Kombination. Okay. Ja, genau. Also wenn ich zwei Ein- und Licht-Stahl-Pokémon wäre gut, aber ein Feuer-Geist-Pokémon. Das wäre was. Das wäre was. Ja, ja. Erfahrungspunkte, Level 15 für Stitch. Dankeschön. Stitch is trying to learn Disable. Aussetzer. Was kann's eigentlich? Muggelhieb, Schattenstoß, Konfusstrahl und Gesicht. Das ist eine Gaze Force for Hate Evasiveness. Physically disabled one of the foe's moves. Dann mach ich mal anstatt Gesicht. Das werde ich dann noch anpassen. Mit den anderen Moves, die es noch lernen kann. Litwick's data was added. Litwick's the candle Pokémon. While Litwick shines a light and pretends to be a guide, it absorbs the life force of any who follow it, which becomes the fuel that it burns. Also es tut so, als wäre es ein einfaches Licht, was den Weg leitet. Und dabei absorbiert es die Lebensenergie von demjenigen, von dem es verfolgt wird, was dann sein Treibstoff wird, damit es brennt. Ich hatte damals, als ich Pokémon Schwarz und Weiß gespielt habe, hatte ich ein Pokémon gefangen. Welchen Namen hatte ich ihm gegeben? Ich glaube, es war Azazel. Das Dämonenlicht. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ja. Azazel. Ja, ja. Gut, ich sehe hier kaum, wo es weitergeht. MT. Es geht hier nicht weiter. Oder ich sehe es halt nicht. Aber ich habe jetzt einige gute Pokémon gefunden, die mir wirklich helfen können. Im Arena-Kampf. Also der Mann, der hat sich hier ein Trinkgeld verdient. Für den Tipp. Jetzt gucke ich aber trotzdem, ob ich hier irgendwo die Treppe finde in die nächste Etage. Oder warte ich doch einfach, bis ich blitze. Ich bin neugierig. Weil auf den nächsten Ebenen könnte es dann nochmal andere Pokémon geben, die mir helfen können. Weil ich halt schon jetzt zwei gute gefunden habe. Mit Stitch und mit Azazel. Da geht's nicht weiter. Gut. Okay, ich gehe raus. Ich habe, was ich wollte. Gute Pokémon. Sehr gute Pokémon. Und da gibt es hier vielleicht nochmal einen Feentyp? Hm? Du zum Beispiel, genau, Cutiefly. Welches mit dir? Wenn ich mich richtig erinnere, es ist ein Feenkäfer-Pokémon. Wie war das nochmal Sinn? Ich glaube, gegen Feen gegenüber kampfstark. Käfer ist gegenüber kampfneutral. Ich würde sagen, mal so. Ich fange dich erstmal so. Aber ich glaube, Kampf ist gegenüber Käfer nicht sehr effektiv. Ich müsste nachschauen, ob ich da richtig liege. Müsste wirklich nachschauen, ob das stimmt. Okay, machen wir einmal hier Starflügel. Hoffentlich wird es nicht besiegt. Schink, schink. Bam. Na, sondern Volltreffer. Danke, Bisbeth. Bist ein braves Bullchen. Aber ich wollte das Pokémon fangen. Nicht besiegen. Gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, dann schaue ich jetzt erstmal, was die noch für Attacken lernen können. Und dann würde ich erstmal hier wieder einen kleinen Cut machen und meine Pokémon trainieren. Das musst du euch ja nicht alles anschauen. So. Pokémon wäre ja auch gut. Ich schau mir mal seine Werte an. Spezialangriff ist gut. Die Verteidigung, naja, Speed. Es ist ein schnelles Pokémon. Wie sieht's mit Stitch aus? Keen Eye, Parental Loss of Accuracy. Der Spezialangriff und der Angriff mit der B, da ist. Das ist ein bisschen schneller. Dann nehme ich das mal mit. So, du bist auch abgelegt. Azazel wird aufgenommen. Ich könnte natürlich auch Rosebud gegenüber Stitch mal austauschen. Zumindest für den Arena-Kampf.
Weil mit der Eisattacke bringt es ja auch nicht viel, das dagegen einzusetzen. Gut, also, die drei sollen mir helfen. Stitch, Azazel, Boogeyman. Okidokiloki. Das Item nehme ich mal. Item kann ich jetzt nicht bewegen. Wurf Items, bitteschön. Kriege ein bisschen Money zurück. Nein, in den Beutel. In den Beutel. Das wird dann meinem anderen Pokémon gegeben. Hier, nix. Gut, alles klar. So, Herr Drachenlehner, schauen Sie mal. Who can help you today? Remember move. Ich brauche schon was, was remembered. Was kann Stitch noch? Which move would you like you to remember? Astonish, Falschzeit, Erstauner, Kratzer. Wenn es unantastbar ist. Aber das ist das Problem. Es ist nicht unantastbar, weil es hat er auf. Ich weiß nicht, welche anderen Kampfpokémon er noch hat, aber mit Donnerschlag und Ice Beam könnte er auch Stitch angreifen, weil das sind ja keine reinen Kampfattacken. Dann nehme ich, glaube ich, anstatt Mogelhieb. Nee, dann mache ich. Ich könnte natürlich mit Aussetzer eine Attacke aussetzen. Und damit Silberblick einfach nach und nach die Verteidigung senken. Okay. Would you like to remember my move? Natürlich! Was kann Boogeyman so? Which move would you like to remember? Schlecker kann ich schaden, außer Wasserattacken. Spite. Spiteful die Katze. PP of the Foe's last move. Payback in attacks that gains power if the user moves last. Mean look, fire is a fox, mein Leben so prevents escape, hypnosis, das lassen wir mal. Das hat keine offensive Geisterattacke. Dann machen wir das mal, gut. Und lick. Es lernt ja sicher noch ein paar Attacken, wenn ich es dann auch noch auflevele. Und Azazel. Was kannst du, Schönes? Astonish Smog. Sieht mehr so Poison. Das Stauner kann zurückschrecken lassen. Welche Attacken beherrscht es im Moment? Das ist eine gute Kombination. Minimize the user's size to raise evasiveness. Komprimator. Dann wird es nicht so oft getroffen. Konfusstrahl kann die Gegner verwirren. Das Double Damage of the Foe is a status problem. Ich muss wirklich schauen, ob Verwirrtheit als Statusproblem dazugehört. Wenn ja, wäre das eine richtig gute Kombination. Oder auch wenn Klut es verbrennt. Dann lasse ich das erstmal. Ja. Gibt es noch spezielle Attacken, die ich den beiden beibringen könnte? Reset Event. Nein. Eine New Move. Storm Badge. We got a rollout, Sales mit Tost, Covid, Vacuum Wave, Shockwave, Bugbite, Air Cutter, Swift, Snatch. Eine Ominous Wind. Ist eine gute Geistattacke. Schauen wir mal, ob das jemand lernen kann von den Leuten. Von meinen neuen Pokémon. Alle. Wisst ihr was? Dann nehme ich jetzt für Boogeyman. Anstatt. Leck. Weil dann hat es ein paar direkte Attacken und auch mal eine. Das hat nur 5 HP. Dann mache ich anstatt Hypnose, weil ich habe auch schon gewähnt, was Hypnose beherrschen kann. Ja, also was Werte oder so angeht in der Natur, da gebe ich keinen müden Schilling. Aber was Attacken angeht, da gucke ich wirklich genau, dass ich hier. Man hat ja einen guten Spezialangriff, ja. Ja. Gut, also meine Damen und Herren, die Arena-Herausforderung. Es ist die zweite Arena, ich merke schon, es wird immer schwerer. Wie wird es erst bei der Top 4 sein? Ich bin gespannt, aber erstmal muss ich diese Hürde überstehen. Und das heißt, trainieren, trainieren, trainieren. Und bis dahin hoffe ich, hat Ihnen diese Ausgabe gefallen von Pokémon Inclement Emerald. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.